Hallöche Leute und ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Super Mario 4 und ich meine Super Mario Odyssey. Mario, furchtbare Neuigkeit, Prinzessin Peach ist schon wieder verschwunden. Sie hat ihren Koffer gepackt und ist mit einem sehr glücklichen Gesichtsausdruck einfach verdammt. Wir können sie nirgends finden, wo kann sie nur sein? Unsere liebe Prinzessin Peach ist schon wieder verschwunden. Sie hat die Koffer gepackt und ist gegangen, oh mein Gott. Sie will nicht mehr. Ah, da ist Toilette. Und hier sind die letzten drei lila Münzen. Damit habe ich schon gerechnet. Ich glaube, da war noch irgendwie. Und dann noch. War da ihr. Achso, Moment. Ah, das gibt's noch. Auf den Sonnen, auf diesen Teppich da drauf gehen und. So wie in Supermarkt. Oh. Da ist eine Hinweiskunst. Machen wir mal ein Foto davon. Und ich glaube, da gibt es noch was anderes. Genau, da gibt es diese Plattform. Eins. Ich weiß nicht, wie viele es davon gibt. Aber. Ich werde sie eh alle finden. Weil das ist eine der Mone, die eher schwierig zu finden sind. So. Wo ist dann das nächste Teil? Wahrscheinlich hier oben. Na, wo ist es? Wo ist es? Alter. Will mich jetzt alle triggern. Okay, wo ist denn jetzt dieses Teil? Mir. Das Dings. Ich hasse es, wenn die Sprechblasen da sind. Ist ja nicht gescheit überblicken hier. Ah, da hinten. Vier. Ich weiß nicht, wie viele von diesen Plattformen es gibt. Lass mal. Nur so ausgesehen. Ich würde es raushaken. Muss eins. Ah, da! Ich bin direkt vorbei. Okay, das sind mehr als fünf. Ah! Vorbeigelaufen. Sechs. So. Wahrscheinlich hier irgendwo eins, ne? Nee. Okay, wo zum Teufel ist dieses Teil? Wo zum Fick ist es? Oh, ah, da! Ganz übel versteckt. Okay. Eines. Okay, wo ist das letzte? Ah, da! Okay. Die Beulen unterm Boden. Und jetzt haben wir auch noch Toadette. Uhu, Mario, bist du wieder auf einem deiner spannenden Abenteuer unterwegs? Wie wunderbar! Ich dokumentiere nämlich all deine glorreichen Taten und habe ebenfalls alle Länder bereist. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe auch ein paar Powermone als Belohnung für deine glorreichen Taten bei mir. Oh, Prinzessin Peachs Rettung hast du aber schon abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch! Das gibt jetzt ein paar Monde. Holy shit. Okay, dann sammeln wir uns erstmal ein paar Sterne ab. Endlich wieder Weltfrieden. Mondritter. Mondzauberer.
flache Munde für Anfänger. Oh mein Gott. Schatztruhenjäger. Ja moin. Welttour. Tic-Tac-Turnier Amateur. Bekannte von Kapitän Toad. Freund von Kapitän Toad. Yeah. Verrückt nach Kumbett. Mit Lakitor Fischreise. Oh mein Gott. Wie viele von den Munden kriege ich noch? Was? Floristik, Geselle. Alles klar. Floristikmeister. Wettlauf mit Hasen. Ja moin. Das sind also wirklich nicht wenige Mone hier. Stampfattackenausbilder. Witzwurf Neuling. Alles klar. Vernünftig gekleidet. Ja, wenn man hier in Super Mario 64, im Schloss von Super Mario 64 drin ist, sollte man schon als Super Mario, als Mario aus Super Mario 64 rumlaufen. Boah, wie viele von denen gibt's noch? Quizmeister. Holy shit. Ich nehme da jetzt so, echt nicht wenig mit, ne? Souvenirs für Experten. Kapa-Lehrling. Jetzt bin ich auch noch Lehrling geworden. GG. Kapa-Geselle. Kapa Meister. Ich werde Meister. Oh, oh, oh. Experte für Kopfbedeckungen. Ja moin. Wie viele Dinger gibt es mir noch? Modeexperte bin ich jetzt auch noch geworden. Sicher Super Mario 64. Ist immer sehr angesagt. Rücksetzpunkt Anfänger. Kriege ich jetzt hier alles nachgeschmissen hier oder was? Rücksetzpunkt Enthusiast bin ich auch noch. Darf ich mal das Cooper-Piraning oder so mal zeigen? Münzenscheffler. Genau, ich bin auch ein. Das ist das ganze YouTube-Money. Münzen-Großverdiener. Alter. Holy shit. Okay. Dann haben wir das mal mit Toadette gemacht. Genau, stimmt. Wir brauchen noch den einen Samen. Die Frage ist aber nur, wo der jetzt sein kann. Wo zur Hölle die den jetzt versteckt haben. Er kann ja natürlich überall sein. Und ich glaube, am verdächtigsten ist hier der Goomba-Forst. Aber ich sehe hier nichts, was so nach einem Samen aussieht. So, das war dieser Blumenhügel-Mond.
Ja, stimmt. Einen Samen brauchen wir noch. Totflor, Samen im See. Leute, das ist immer zu... Das ist zu zweiträchtig fast. Es ist echt nicht mehr. Wo, deine Sam jetzt nochmal war. Aber okay, wir können ihn ja ein anderes Mal suchen. Wenn wir wieder hier in diesem Kingdom zurückkehren. Wir machen erstmal das Koopa Freerunning. Wir sind die Ländersprinter, wir reisen um die Welt und rennen in jedem Land, das uns versteht, wie es antreten kommt. Dem Gewinner winkt auch im Preis. Okay. Gute Einstellung. Regeln gibt es eigentlich keine Regeln gegen uns an. Das Ziel vor uns, das war's auch schon. Okay. Und das Ziel ist die Lichtsäule. Okay, da hinten ist das Ziel. Es wird einfach sein, oder? Mal gucken, wie ich mich jetzt hier anstellen werde. So, ich glaube, ich sollte mir diese Blume hier kapern. Dann hier diese Blume nehmen. Dann... Nein! Das war das Fail. Fast 15 Sekunden, das ist ja keine gute Zeit. Ich glaube, die Wahnsinnigen haben so 12 Sekunden oder so. Jetzt Königreich Standard rennen. Ja, da gibt es noch mehr. Okay, dann will ich erstmal rausfinden, auf welchem Platz ich aktuell bin. Wahrscheinlich irgendwo so 500.000 oder so. Ne, 154. 1561. Boah. 12 Sekunden. Ja. Ich weiß nicht, wie man hier am besten die Zeit rausholt. Natürlich brauchen wir hier auch das mit dem Spitzenläufer. Also da ist dann so ein krasser Typ dabei. Der sie alle rasiert. Genau, ich spreche ja von dem goldenen Koopa. Und ich glaube, die Strategie mit den Sprintblumen anzufangen ist gar nicht mal so übel. Sogar eine bisschen bessere Zeit rausgeholt. 14:44. Ein Mond. Expertenrennen. Boah. Das ist nicht wenig, ne? Vielleicht zeige ich das mal, wo die, wo einer der Top 20 hier in diesem Koopa Freerunning den Run gemacht hat am Ende des Parts. Wenn ich überhaupt so etwas finde. Mal schauen. Okay. Ich weiß nicht. Soll ich den Rest des Parts damit verbringen, den Samen zu suchen? Ja, würde schon Sinn machen. Okay, dann. Und dann im nächsten Part einen Spielmodus zu zeigen. Ja, ich glaube, das wäre, denke ich, gar keine so üble Idee. Ich glaube nicht, dass da, dass der Samen jetzt ganz oben ist.
Ja, das kann man das ganze ins Königreich überblicken. Yep. Das ist nicht das, was ich brauche. Ich brauche den letzten Samen. Der muss irgendwo noch versteckt sein. Es ist genauso wie bei den Schafen. Der letzte Samen kann ja auch überall sein. Vielleicht da irgendwo? Ich laufe direkt ins Feuer rein. Ich habe das Feuer jetzt nicht gemerkt, ne? Ah, vielleicht ganz oben. Vielleicht ganz oben. Okay, wie komme ich da ein bisschen hoch? Also, nee, ich glaube, da geht es nicht hoch. Also, hoch kommt man schon. Aber ich bin zu blöd für diese Schoße. Moment. Okay. Aber hier ist auch kein Samen versteckt. Ich weiß, dass ich ihn mal gefunden habe. Also werde ich ihn auch wiederfinden. Die Frage ist aber nur, wo kann der sein? Ne, das sind nur Gegner, ne? Bringen wir die mal. Fallen echt keine guten Optionen ein. Wo der letzte Samen sein kann. Wahrscheinlich hier irgendwo. Das haben wir auch alles abgelaufen. Ah, hier war auf. Oder warte mal. Ich muss mich erstmal irgendwie versuchen. Ach so, Moment. Aber ich weiß, wo der ist. Aber ich bin ganz episch bei dem vorbeigelaufen. Ja. Nee. Fuck. Ah ja, doch. Hab ihn doch gefunden. Das heißt, wir können doch das im nächsten Part das Minispiel von Luigi spielen. Dann kaufe ich mir noch ein paar Souvenirs hier aus dem Shop. Ja, der Dreifachsprung. Dann haben wir ja im nächsten Part Zeit für das Minispiel. Das wird lustig. Und wir haben sowieso schon so einen fetten Ballon. Und der wird noch fetter, ne? So. Fuck. Frage ist, haben wir... Ich glaube, es gibt auch neue Outfits, ne? Doch nicht? Hä? Sollte... Sollten aber neue Outfits schon draußen sein aktuell. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Einkaufsbummel beim Pilzpalast. So, dann kaufe ich mir mal die ganzen Sticker.
Ich wollte weiterkaufen. Ja, ich weiß. So. Passt, das ist der Beweis, dass wir jetzt, dass wir alle lila Münzen hier gefunden haben. Ah, stimmt. Es gibt ja noch einen Ort, den ich noch aufsuchen muss. Soll ich das jetzt? Ach komm, scheiß drauf. Wir machen das jetzt noch, damit wir genügend Zeit für das Minispiel haben. Das ist, glaube ich, besser so. Okay, das Minispiel ist zwar jetzt nichts Besonderes und so, aber trotzdem. Und zwar hier. Gibt's noch was zu entdecken? Sind wir jetzt hier im Schlossgarten von Super Mario 64 Schloss? Sehr originalgetreu tatsächlich. Die Baumtexturen schon ein bisschen aus Super Mario 64, ne? Oh, stimmt, genau. Da gab es ja noch so ein Truhenspielchen, wo man die Reihenfolge merken muss. Ich glaube, hier gibt es nur zwei Monde. Kann ich auch an der Vibration erkennen. Dass da etwas versteckt ist. Ah, das ist nur ein Schild. Okay. Ich glaube, mit dir muss ich anfangen. Eins. So, und jetzt weiß ich es nicht mehr. Zwei, drei. Okay, im Grunde habe ich es mir gemerkt. Wie die Reihenfolge ist. Eins. Hier war, glaube ich, die zwei. Hier die drei. Dann so schräg ist die vier. Hier die fünf. Dann die 6. Hier die 7. Nein, andersrum. Fast richtig. Okay. Jetzt weiß ich's. Also 1, 2, 3, 4, 5, die 6, die 7 und zu guter Letzt die gute 8. Ach ja, genau, stimmt. Das ist das normale Schloss aus Super Mario 64. Geil. Falle im Hof. Okay. So, im nächsten Part geht es ja dann weiter mit dem Minispiel von Luigi. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Hoch da. Wenn nein, Daumen runter. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in Super Mario Odyssey. Ich wollte gerade Super Mario 64 sagen. Also bis dann und ciao, meine lieben Freunde.